Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Anniversary. Im letzten Part haben wir einen Fisch gefangen. Ich werde es nochmal kurz gucken, ob das genauso funktioniert, wie ich das denke. Und haben das Tutorial geschafft. Obwohl ich sage, dass alles, was in Ulsttor zugegrab und vor dem ersten Schrei passiert, ist alles Tutorial. Also haben wir es quasi noch nicht ganz geschafft. Wow. Noch ein Flusspeitscher. Komm, noch einmal. Ich werde jetzt mal was anderes fangen. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge auch einen Flusspeitscher. Bin mir aber nicht sicher. Ich sehe da noch Fische im Wasser schwimmen. Ja. Schade. Du hast deinen Fang verloren. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Vielleicht war das der Fehler. Wir haben noch keine Spitzhacke. Schade. Die finden wir ja in der einen Mine da drin. Ich habe gesagt, ich werde pro Folge mal abwechseln. Das heißt, heute werde ich... Falsch. Heute werde ich kein Schwert spielen. Heute spielen wir mal Bogen. Da habe ich Bock drauf. Bisschen Bogen spielen. Wir können auch eigentlich die ganzen Sachen mal auf die... So, das... Ja, ja, Favoriten weiß ich. Eisenschwert und Bogen. Ja, aber jetzt einen Eisenkriegshammer brauche, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich bin eher der Schwerttyp. In der nächsten Folge machen wir dann Magie. Das bedeutet, wir werden jetzt hier mal ganz kurz umswitchen. Ja, Heimlichkeitsfähigkeit. Wir werden auch ein bisschen schleichen. Wenn wir schon Bogen spielen, dann wollen wir auch schleichen. Wir sind es halt. Wir sind die Besten hier. So, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Hier vorne ist doch irgendwo einer schon. Da hinten oder so, ne? Oh Gott. Duck dich doch nicht! Ja, komm her. Okay, ich habe vergessen, dass die Pfeile super... Dass die Pfeile super schlecht fliegen. So. Alter, der letzte hat aber nochmal ordentlich gesessen, ey. Ja, es ist halt ein Eisenschild, könnte man mitnehmen statt ein Pelzschild. Alles weg. Schwachsinn brauchen wir nicht. Uah. Ja, schon doof. Schon doof. Sind meine Pfeile jetzt alle hingeflogen? Ach, scheiße. Egal. Gehen wir hier mal rein. Wo ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist. Wir machen das schon irgendwie. Wir könnten uns auch eigentlich mal ableveln, ne? Das können wir auch eigentlich machen, wenn wir kurz vorm Sterben sind. Oh nein, die Falle, die ist ja sehr unoffensichtlich. Lol. Ach, hier kommt das runter. Ich dachte, das kommt da von vorne runter. Oh. Keine Angst, dass hier jemand reinkommt? Der Eingang ist ja nicht gerade versteckt. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der den Haus... Was? Ist da jemand? Scheiße. Scheiße. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter. Ach, come on, ey. Ich bin ja richtig scheiße. Alter. Ich habe keine Pfeile mehr, glaube ich. Ja, moin, ich habe keine Pfeile mehr. Warte mal. Neue Stufe. Was machen wir? Gesundheit? Ja, ist immer wichtig am Anfang, ne? Ja, das mit den Talenten ist halt ein bisschen doof, ne? Weil wir spielen ja alles. Bro, ich brauche mal Pfeile. Hast du ein paar noch irgendwie? Aua. Ich brauche doch nur Pfeile. Warte mal, hier ist doch bestimmt was. Ach, guck mal, der hat sogar noch Pfeile. Nice. Lauf los und ich steche euch in den Rücken. Ich werde euren Bauch aufreißen wie die Handtasche einer alten Frau. So. Ey, das ist ja super, super interessant hier zu spielen, ey. Mit Pfeil und Bogen, wenn man gar keine Pfeile hat. Das ist natürlich jetzt doof, aber ist egal. Was aktivieren? Fackelhalter?
Oh, ich habe eine Fackel. Kann ich die Falle dann nicht irgendwie rausnehmen? Geht das nicht? Ja, scheint nicht so. Doch, hier ist noch einer. Ah, nice. Den haben wir, glaube ich, auch nicht komplett gelootet. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe nicht viele Pfeile. Es war, glaube ich, nicht so klug, hier hinzugehen. Ja, und die ganzen Tagebücher, die hier alle so sind, ne, die werde ich nicht mitnehmen und auch nicht lesen. Das könnt ihr dann im anderen Let's Play euch anschauen. Weil alles doppelt und dreifach zu lesen, ist natürlich auch nicht so Sinn der Sache. Hier kommen gleich Gegner, ich weiß das. Ich würde sagen, Langbogen macht noch keinen Sinn. Nehme ich lieber den Zweihänder. Einfach aus dem Grund, weil ich noch keine Pfeile habe. Oh Gott, ich hilf, ich fall runter. Schnell, hoch, nicht, okay. Das ist der andere. da kommt er angesprungen. Gucken die alle, wie süß er ist. Ja. Du greifst mich ja richtig. Du bist ein ganz schön bedrohlicher Fisch, ey. Wie der angeschwommen kam, ey. Richtig putzig. So, hier ist doch aber genau, warte mal. Ey, ich vergesse jetzt immer, dass ich auf der Tab-Taste die Links habe. Das Menü hier. So. So geht das doch schneller. Nochmal irgendwo hier Erz? Sieht nicht so aus, oder? Warte mal, war hier oben nicht noch was? Oder hier unten? Nee. Irgendwo hier war doch noch Eisen. Ich bin doch einfach nur blind. Das kann natürlich auch sein. So, was hast du dabei gehabt? Ein bisschen Gold, ein paar Septime. Ah, ich vermisse die Septime-Mod. Die war zwar nicht groß, also die war zwar nicht irgendwie gameplay-technisch erweiterndes, aber da stand dann wenigstens Septime und nicht Gold die ganze... Wo kommt der Beutel jetzt her, Lul? Oh, ein bisschen Apfel. Ein paar Pilzchen mitnehmen hier. Bisschen nach oben. Let's go. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Bist denn du, ey? Oh, falsche Taste, falsche Links, sorry. Nein. Alter, ist Schulter tot. Wir nehmen auch keine Schlüssel mit. Wir sind Meister-Schlossknacker hier. Wir brauchen keine Schlüssel. Oh, ich habe nur noch zwei Dietriche. Klingt nicht, ist nicht so. Ein Dietrich. Ist nicht so meisterlich, was ich jetzt hier mache. Irgendwie. Ich bin aber auch. Ich bin ganz schön verwirrt, was manchmal die Tasten angeht. Dietriche, wey. Der geringe Schmiedekunst, okay. Oh, lol. Okay. Den Dolch wollte ich nämlich eigentlich mitnehmen. Weil ein Dolch mitnehmen, wenn man halt Bogen hat, dann ist das schon ganz, ganz... Mehlsäcke brauche ich gar nicht. Ist bestimmt unter Sonstiges, oder? Nee, doch nicht. Zutaten? Ist Mehl eine Zutat? Hä? Das ist wahrscheinlich Essen, ne? Ja, das ist Essen. Ich kann ihn einfach so essen? Ich dachte, das wäre für das Housing. Aber das macht ja noch gar keinen Sinn. Ich glaube, das kommt erst ab Level 10, ne? Oh, gestohlenes Lachsfleisch. Gekochter Backfisch. Was macht der eigentlich? 5 Gesundheitspunkte wiederherstellen. Nice. Warte mal, da Zutaten ist jetzt aber auch der Flusspeitscher drin, genau. Den ich aber auch kochen kann jetzt. Das ging ja vorher, denke ich, nicht. Die ganzen Heilungstränke, die will ich ja nicht benutzen. Die kann ich aber benutzen. Rüstung 6.
Stadtrüstung 6, ja gut. Das ist ganz nice. Die Folgen werden zwar länger als sonst, aber ich glaube, wir bleiben trotzdem mehr in den Höhen drin als sonst, weil wir einfach... mehr zu entdecken haben. Und halt auch kochen müssen. Hey, nicht über die Reling, bitte nicht. Danke. Jetzt bringen wir es zu Ende. Wir haben hier wohl einen Held. Ich würde mir wünschen. Meine Güte, ey. Ich würde mir. Ist der besser? Ja, ist er. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir mehr leveln könnten. Beziehungsweise, dass man einfach unendlich lang leveln kann. Alter, der hat ja übelst seine abbekommen. Das war schon fast eine Backpfeife, du. Oh, der hat besseren Bogen, glaube ich. Da müssen wir jetzt eh nochmal schauen. Wir haben jetzt hier der Eisenzwänger, der kann weg. Der kann ausgerüstet werden und der Langbogen kann auch weg. Habe ich gerade Schaden bekommen, weil ich was weggelegt habe? Ey, es gibt immer bessere Bugs. Das ist ja herrlich. Also das habe ich auch noch nicht miterlebt, glaube ich. Verkohltes Geberfell. Ich dachte, das wäre was Gebratenes. Na toll. Wir müssen essen. Hey, hallo? Trinken müssen wir, glaube ich, nicht. Das ist tatsächlich unwichtig. Oh, was ist denn hier noch alles? Ach du Heilige. Gold, 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 Gold. Ja, schwere Rüstung ist schon cool, aber Rolle des Schneesturms, ui. Ich würde auch sagen. Dass wir langsam aufhören jetzt hier mit Essen looten. Haben, glaube ich, schon genug Essen. Ich würde das ganz gern mal kochen, aber finden hier irgendwie keine Stelle. Was? Dafür brauche ich einen Schlüssel? Wieso brauche ich denn jetzt einen Schlüssel auf einmal? Das ist doch scheiße. Muss ich wohl doch den Schlüssel der Gutschmiede gleich wieder mitnehmen. So, Kratos möchte... Abenteuerrucksack? Das ist neu. Die Tragfähigkeit bedeutet, stellt die aus, so 20 Punkte. Blitzpfeile. Diebesrucksack. Schlossknacken ist um 15% leichter. Diebesrucksack mit Schlafsack. Okay. Wo ist denn da der Unterschied? Hä? Lul? Ach so, ist wahrscheinlich nur äußerlich einfach. Eispfeile, Feuerpfeile, hä? Das ist schon cool. Bögen bewirken um 10% höheren Schaden. Ach du Heilige. Korkwurzelpfeil. Korkwurzel und Feuerholz. Lagerutensilien. Errichte im Freien ein Lager. Hey, okay, gut. Jetzt mittlerweile so ein Magierrucksack wäre auch nicht schlecht. Wir sollten eigentlich von allem etwas haben. Packtasche. Tierheitsring? Cool, bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also so ein Abenteuerrucksack ist schon cool. Da ist nämlich von allem irgendwas dabei, glaube ich. Ah, da ist ein Unsichtbarkeitstrank dran. Und steigert die Ausdauer um 20 Punkte, ist schon gut. Das ist schon nicht schlecht. Baumaterialien, ja gut, das kennen wir ja. Schmuck. Gibt es, glaube ich, auch nichts Neues. Leder. Das ist neu, glaube ich.
Kundschafter, okay. Das ist auf jeden Fall neu, das ist neu. Die ganze Rüstung hier ist komplett neu gewesen gerade. Oh, das sieht... Oha, das sieht ja übel cool aus. Okay, wir können ja eh, glaube ich, noch nichts machen. Oh. Achso, warte mal. Doch, können wir doch, oder? Ne, wir brauchen ja Lederstreifen und alles. Stimmt. Also macht Tiere jagen auch Sinn. Wir könnten natürlich noch ein Schwert jetzt verbessern, einfach weil wir es können, damit wir es schon mal machen. Ich würde ja schon ganz gerne meinen Stahlzwender. Achso, dafür brauche ich einen Stahlbarren. Ja, macht Sinn. So, meine zwei Eisenschwerter ein bisschen verbessert. Der hätte das schon mal ein bisschen leveln. Leder haben wir keins. Okay. Okay, also ein paar neue Sachen habe ich jetzt schon gesehen mit den Abenteuerrucksäcken und so. Ich hoffe, dass man das dann halt auch hier an der Seite dann sieht. Also hinten dann, dass man da so einen Rucksack drin hat. Das wäre schon nice. So, ich hoffe, dass das der Schlüssel ist. Wenn nicht, bin ich sauer. Guck mal, der übergibt sich da auch schon eine Weile. Hä? Wo ist denn dann der Schlüssel? Ja gut, dann habe ich einen falschen Schlüssel mitgenommen, dann kann ich ihn doch, glaube ich, wieder rauswerfen, ne? Kann ich nicht. Okay, man kann keine Schlüssel abwerfen, cool. Ja, keine Ahnung, wo denn der Schlüssel ist, weiß ich nicht. Hast du den gehabt? Nö. Hä, aber war die Truhe da schon immer mit dem Schlüssel? Da bin ich mir auch irgendwie gar nicht mehr so sicher. Bin ich ehrlich. Wir haben wieder 8 Dietriche, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kurz mal geguckt, wie viel Zeit schon vergangen ist. Okay, nice, nice, nice. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Was ist das hier? Ach, ein Holzteller, ja gut. Das mit der Truhe da hinten, das macht mich irgendwie ein bisschen kirre. Wir irgendeinen vergessen mit Schlüssel? Irgendeinen Schlüssel vergessen? Hier kommen wir wieder raus. Das stimmt doch irgendwas nicht. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Warte mal, ist das da oben? Irgendwo hängen muss. Mitnehmen. Irgendwo ist ein Schlüssel. Vielleicht doch hier drin, ne? Die ist komplett leer, die Kiste, okay. Das verwirrt mich jetzt gerade. Weil ich mir nicht sicher bin. Ob ich den Schlüssel jetzt hier irgendwo vergessen habe oder ob der vielleicht sogar noch kommt. Vielleicht liegt ja auch da direkt daneben irgendwo. Ich habe keine Ahnung, aber das kann ja gar nicht sein. Ich habe da jetzt auch einen Schlüssel aufgehoben. Wozu soll der denn sonst da sein, außer dafür? Na gut, für die Tür da die eine, ja gut, aber... Oh, hier kann man sogar angeln. Oh, lol. Hä? Warum habe ich die Angel denn nicht ausgerüstet? Was ist das denn? Schade, dass es auch nicht andere, unterschiedliche Angeln noch gibt. Ich kann doch mit einer Angel schlagen, Lul. Warte mal, kann ich auch auswerfen? Es geht gar nicht. Das wäre cool gewesen. Ich finde, das wäre sogar besser. Als so mit einer Animation. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Vampirfisch? Lol.
Ich habe einen Vampirfisch gefangen. Ein Vampirfisch. Noch nie gesehen, noch nie gehört davon. Ist wahrscheinlich auch neu. Schätze zwei Gesundheitswerte. Du wirst erstmal gleich gebraten, du ekelhaftes Vieh, ey. Bah. Ist sehr widerlich. Ja gut, ich finde hier keinen Schlüssel. Also ich glaube, das können wir knicken. Das ist sehr, sehr komisch. Warte mal, vielleicht... Okay. Das wollte ich noch schnell machen. Ich habe irgendein Fell mitgenommen. Warte mal, kann ich das Fell nicht auch benutzen, um daraus Leder zu machen? Falls es überhaupt Fell war. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwas anderes war. Liegt hier noch ein Schlüssel? Komm schon, Schlüssel, zeig dich. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist und mich auslachst, aber gut, keine Ahnung. Dann lach mich nur weiter aus. Ist mir auch egal. Ich kann dich eh nicht hören. So, und der... Oh Gott! Da ist noch was runterfallen. Perfekt. Die Ladezeit hat man sonst immer irgendwie genutzt, um schnell aufs Handy zu gucken. Jetzt ist das gar nicht mal mehr möglich, ey. Okay, wir sind lebend rausgekommen. Ich würde auch sagen, dass das dann die Folge jetzt schon war. Legen wir unser Schwert weg. In der nächsten Folge machen wir, glaube ich, wirklich Bogen. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir genug für Bogen haben. Ja, 26 Pfeile müsste eigentlich erstmal reichen. Dann rüste ich den schon mal aus. Wo ist er, der gute Bogen? Ach, hier. Ich frage, wo der Bogen ist und ich bin die ganze Zeit da drauf. Ich sehe den nicht. Ja, perfekt. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem Bogen. Und danach machen wir dann Magie. Also machen wir es mal so Einhänder. Meinetwegen auch ein Händler mit Schild, ist dann beides halt. Zwei Händler, Bogen, Magie. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Und mit Bogen zählt natürlich dann noch Schleichen. Ist klar. Gut, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich verteile jetzt noch schnell meinen Skillpunkt gleich. Und dann, ja, gehen wir weiter Richtung Flusswald. Haut rein. Bis zur nächsten Folge und tschüss.